Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, Niedersachsen hat gewählt. Und als erstes will ich sehr herzlich unseren Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, unseren Kandidatinnen und Kandidaten danken. Die ganze Partei hat in den letzten Wochen gekämpft. Es ist keine Frage, das Scheitern an der 5%-Hürde ist für uns schmerzhaft. Wir wissen, dass wir bis zum Parteitag in Göttingen vor gut einem halben Jahr eine schwere Zeit hatten für die Partei. Wir haben viel Vertrauen verspielt. Die Partei hat sich entschlossen, vor einem halben Jahr einen Neustart zu wagen. Und wir wissen aber auch, Vertrauen zu verspielen geht schnell. Das Vertrauen zurückzugewinnen dauert lang. Der Weg zur Altersstärke ist ein weiter Weg, aber wir werden diesen Weg weiter beschreiten und nicht aufgeben. Wir haben auch in diesem Wahlkampf in Niedersachsen unsere politischen Alternativen aufgezeigt. Wir haben Profil bewiesen und wir haben Bündnisfähigkeit unter Beweis gestellt, etwas, was uns gerne abgeschrieben wird. Wir haben einen glaubwürdigen Wahlkampf geführt. Ich bedauere auch für die niedersächsische Fraktion, dass sie nicht weiterarbeiten kann im Landtag. Die niedersächsische Fraktion hat eine gute Arbeit in den letzten Jahren geleistet. Die Genossinnen und Genossen. Die Genossinnen und Genossen in Niedersachsen werden jetzt mit den außerparlamentarischen Bewegungen, mit den Gewerkschaften und allen, die daran interessiert sind, sehr schnell das Gespräch suchen, wie wir Politik weitermachen. Wir werden Politik weitermachen, auch in Niedersachsen, eben auch außerhalb des Landtages. Was heute Abend deutlich geworden ist, Schwarz-Gelb helfen sich gegenseitig. Und wenn ein Politikwechsel, ein wirklicher Politikwechsel, bei der Bundestagswahl im September erreicht werden will, dann wird er nur gelingen mit einer starken Linken im nächsten Bundestag. Dafür werden wir die nächsten Monate kämpfen. Herzlichen Dank.